Jetzt werden wir das kurz machen und dann haben wir es auch schon durch. Ich denke, das hatte ich schon vorbereitet für Afrika. Oh ja, wir sind froh, wenn wir das durchbestanden haben. Mir auch. Ja, Kinder. Und habt ihr Angst? Wir haben keine. Okay. Wer von euch? Kann ich zuerst das Schutzmittel geben? Machen wir vielleicht die, wo am ganz wenigsten Arzt hat. Komm. Komm, Frau Doktor. Also, dann machen wir zuerst Lena. Frau Doktor. Irgendwie Spritze. Und stecht Lena in den Arm. So. Geht es, Lena? Ja, ich merke gar nichts. Ja. Also, das ist wieder vorbei. Wow. Brauchst du ein Pflaster, Lena, oder geht es? Nein. Es blutet ja überhaupt gar nicht. Warum denn nicht? Bei uns ist eben, ja, bei vielen Menschen ist eben selten die, wo das Afrika-Mittel bekommen. Ach, sie bluten am Arm. Okay. Was hat das mit dem Bluten am Arm zu tun und was macht denn das Schutzmittel von Afrika? Das stoppt die Blutung. Es geht in das Blut rein und bleibt beim Blut und beschützt es. Okay. So wie jemand, ja, jetzt. Ihr habt ja euch angemeldet, weil die Kinderärztin gesagt hat, bevor ich nach Afrika bin, Kind soll ihnen noch geimpft werden, weil das kann sonst Krankheiten übertragen. Ja, müssen wir nochmal, weil wir von Afrika zurück sind? Ja, leider. Also, ich weiß nicht so genau, aber eure Eltern und ich müssen nochmal gucken. Aber sonst machen wir auch ganz schnell wie jetzt. Okay. Geht es, Anna? So. Also, was gemerkt? Nur ein kleiner Pieks, aber das war's. Okay. Also, jetzt seid ihr vollkommen geschützt. Wollt ihr auch oder seid ihr schon geimpft? Wir wollen eben. Na komm, Nico, wir machen es ja. Ja, weil uns geht es ja nicht wegen dem Pieks oder sowas, oder das. Wehtut wegen der Angstigkeit, sondern es geht es einfach darum, dass wir auch geschützt sind. Ja, und gibt es genauso. Okay. Weil in Afrika herrscht eine ziemliche Mückenbeherrschung. Und das sind auch viele Tiere. Da hat es auch viel Matsch. Oder die Krokodile, oh ja. Also, wollen wir zuerst Frau Hauser? Ja, also. Haben Sie Angst, Frau Hauser? Nein. Ich und mein Mann haben gar nicht Angst. Mein Mann ist ziemlich mutig. Der will sogar die Spritze für eine Mutprobe in den Arm bekommen. Okay. Also, schon fertig. Haben Sie was gespürt, Frau Hauser? Nein, kein einziges bisschen. Okay. Also. So, dann kommt Michael. Also, Michael impfe ich jetzt. Wirklich in den in Oberarm, sondern einfach so. Merken Sie etwas? Nein, ich habe gar nicht gemerkt. Okay. Also, dann seid ihr schon mal jetzt geschützt. Wollt ihr noch? Nein, also, für Information für euch alle, falls ihr ein bisschen euch komisch wird die nächsten Tage, könnte es sein, dass. Vielleicht solltet ihr euch ein bisschen ausruhen, falls ihr merkt, es wird euch ein bisschen komisch. Legt ihr vielleicht euch hin oder setzt ihr euch mal bei. Das könnte dann sein, dass das Mittel anfängt zu wirken. Okay, ja. Also. Dann wünsche ich euch einen guten und bleibt schön gesund. Und kommt nicht ungesund von Afrika zurück, bitte. Verstanden. Meine lieben Kinder, habt ihr Angst wegen der nächsten Spritze vielleicht? Nein, wir haben eigentlich gar nichts gemerkt. Habt ihr denn ein Betäubungspflaster bekommen? Nein, sonst hätte ich ja nichts gemerkt. Okay. Oder eine Betäubungssalbe oder ein Spray oder irgendetwas?
Nein, wir haben gar nichts bekommen, oder Anna? Nein, wir haben gar nichts bekommen. Wir waren zwar also ein bisschen so aufgeregt, aber naja, wir sind eigentlich schon ein bisschen gewöhnt dran. Wir wurden als Baby fast jedes Jahr geimpft, also jedes zweite Jahr. Bis wir 5 wurden, wurden wir nicht mehr geimpft, sondern jetzt wurden wir ganz wenig, okay. Also, sind die Kinder manchmal, gehen die vielleicht, begegnen die mal ein Tier? Eigentlich sind sie einmal da dieses Jahr einem Tier begegnet. Sind sie gegen Tollwut und so geimpft? Gegen Tollwut, Nikon? Gegen Tollwut. Nein, das denke ich nicht, okay. Und sind sie auch geimpft gegen Tetasin? Also gegen Tetanus, ja. Tetanus. Ja, gegen Tetanus sind sie auch geimpft, oder? Dann würden wir jetzt nochmal die Tollwutimpfung machen. Okay, habt ihr Angst noch? Weil ich mache ganz schnell. Nein. Okay. Aber das ist die letzte Spritze, aber ich werde euch ein bisschen warnen. Weil, ja. Okay. Die Doktorin spritzt nochmal Anna in den Arm. Anna hat zum zweiten Mal nichts gemerkt. Nur ein kleiner Pieks, aber das hat ihr nichts gemacht. Anna hat aber auch ein kleiner Pieks gemerkt, genau wie Lena. Das war's auch schon. Also. Gegen Tetanus sind sie ja geimpft. Ja. Also. Und gegen Tollwut, in wie vielen Jahren müssen wir das machen? Ich würde es, wenn ihr wieder nach Afrika vielleicht geht. Okay. Also, meine Lieben, ich habe das gehört. Es wird jetzt noch keine Serie geben von Familie. Also, von Familie Hause in Afrika. Aber, ja. Die Serie gibt es wahrscheinlich erst Anfang Sommer. Ja, also tschüss. Es wird ganz spannend und ich werde hier auf dem Holztisch, wo ich ja, wo Familie Hauser jetzt das Haus hat, werde ich das Haus umstellen und ja, dann gibt es Afrika-Anlage. Also tschüss.